Meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Turmile. Es ist passiert, wir werden der neue Bürgermeister. Es steht fest seit der letzten Folge, wir haben uns 50% und damit die Mehrheit der Aktien gesichert. Streng genommen nicht ganz die Mehrheit, aber das werden wir spätestens jetzt klar machen mit der nächsten Aktienauktion. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid. Wie gesagt, der Plan ist es, sicher sämtliche Aktien unter den Nagel zu reißen und noch ein bisschen Geld zu scheffeln, um das Bürgermeisteramt vernünftig auch ausüben zu können und vielleicht mal die ein oder andere Runde springen zu lassen. Und natürlich, um uns ein dickes Haus irgendwo hinzustellen. Ja? Und dafür müssen wir noch weiter Öl fördern. Als allererstes geht es aber mal an die Aktienauktion. Und wie ich schon sagte, wir werden auch die nächsten 5% werden wir uns holen. Wir machen das kurz und schmerzlos. Wir hauen hier gleich mal ein bisschen was raus. Ja, komm, hier 70.000. Zack. Ich überbiete mich nochmal selber. Geht nicht. Schade. Egal. 37.000. Ich habe mir vorgenommen, alles zu bieten. Das macht mir wieder einen Strich durch die Rechnung, dass die gute Blanche das letzte Mal so viel Geld bekommen hat, weil sie dieses dicke Gebiet hatte. Und der Meinung ist, sie müsste jetzt einfach mal 37.000. Aber, ja und? Wir haben es trotzdem bekommen. Wieder 40.000 hingelegt für die Aktien. Naja, gut. Wir haben trotzdem 55%. Ich gönne euch keinen einzigen Prozent, ja? Es wird eine Diktatur in dieser Stadt, meine Freunde. So, wir gehen erstmal wieder darauf ein Trinken. Philipp ist noch da und spielt wieder sein fröhliches Spiel. Wir haben ja zuletzt immer gewonnen gegen ihn. Und ach, das bleibt auch jetzt so. Puh, das war knapp. Haben eine gute Glückssträhne, was ihn angeht. Und ansonsten habe ich gesehen, sitzt noch der Keil da, der uns ein relativ... Also letztes Mal habe ich, glaube ich, für 89 Cent 8.000 hinblättern müssen oder so. Oder habe ich mich jetzt vertan? Das Angebot ist relativ verlockend, aber ich weiß nicht, ob wir wieder so ein dickes Gebiet bekommen. Deswegen ist es erstmal nicht so wichtig. Wir starten gleich in die Landauktion und gucken mal, was wir hier bekommen. Ja, wir gehen natürlich versuchen, nach da unten hinzukommen direkt. Die sind sich scheinbar ziemlich sicher, dass es hier das dicke Öl gibt. Die sind sich scheinbar sehr sicher. Da versuche ich trotzdem nochmal gerade zu bleiben. Guckt euch das mal an, was bieten die denn da? Off! Sind die verrückt? Die hat jetzt was? 21.000 Dollar bezahlt für dieses Gebiet? Ich meine, es sieht vielversprechend aus, aber irgendwann lohnt es sich doch gar nicht mehr. Was bringt dir das denn, wenn du 30.000, 40.000 förderst, aber die Hälfte davon ja schon für das Gebiet bezahlt wurde? Aber man kann es auch übertreiben. Ich hoffe mal, dass sich die 8.000 jetzt auch noch auszahlen. Und, ja, die Blanche investiert erstmal in Upgrades, das soll sie ruhig machen, denn, Ölumwandlungsgeschwindigkeit, Ölumwandlung, das wissen wir alles. Bisher sind wir auch ohne diesen Krempel ausgekommen. Hoffen wir mal, dass sie jetzt ein bisschen pleite bleibt und uns dann nicht wieder 40.000 für diese blöden Aktien abluchsen kann. Und wir sind jetzt unter 100.000, das gefällt mir gar nicht. Ich wäre gern sechsstellig geblieben. Aber gut, das ist halt die Investition, die wir hier treffen müssen. Da haben wir einen guten Preis, der geht aber leider direkt runter. Dafür geht der links hoch. Das heißt, wir können scheinbar, je nachdem, was wir für einen Start haben, gut direkt verkaufen. Okay, er fällt hier. Wir gehen dann erstmal auf diese Seite. Und haben Öl und verkaufen das direkt. Also wie wir hier noch eine Plattform haben. Und bis sie da sind, hätte es sich schon fast gar nicht mehr gelohnt. Ja, hat sich auch schon nicht mehr gelohnt. Dann gehen wir direkt rüber. Wir wollen uns ja nicht unter Wert verkaufen. So. Ansonsten bin ich mal gespannt, was das für ein Gebiet wird. Es steigt der Preis leider nicht weiter. Ah, schade. Das heißt, wir müssen uns schon relativ früh ein Silo suchen. Aber noch nicht. So, die eine oder andere Ladung können wir noch verkaufen. Vielleicht schaffen wir es nicht mehr so wie letztes Mal, einen Barrelpreis von über 1,10 Dollar hinzubekommen. Aber man kann halt nicht immer Glück haben. Es geht ja jetzt ja auch nicht mehr darum, uns mit den Profiten zu übertünchen. Denn ich denke mal, die fetten Gebiete sind so langsam abgearbeitet. Es geht ja jetzt eher darum, ordentliche Profite zu machen und nicht in die Armut zu geraten, damit wir uns weiterhin unsere Aktien leisten können. So, ihr dürft jetzt nicht mehr hier weiterverkaufen. Ich möchte das jetzt einlagern, bis wir ordentliche Preise haben. Und hier haben wir übrigens eine schöne große Ölquelle schon mal. Das finde ich super gut. Vielen Dank dafür. Hi, du hast schon wieder was gefunden. Oh, wir haben gar kein Geld dafür. Tja, dann ist das halt so, ne? Wir warten jetzt erstmal ab. Stellen uns noch einen Dowser dahin
Und lassen ihn suchen und gucken mal, wo der Preis jetzt wieder hochgeht. Er hat auf jeden Fall noch was gefunden. Bei Onno geht der Preis relativ zügig auch hoch. Das ist schon mal schön. Bei Kyle noch nicht. Okay, dann können wir jetzt hier anfangen zu verkaufen. Bis sie da sind, ist er schon bei ca. 90 Cent oder ein bisschen drüber sogar schon. Dann stellen wir direkt noch ein Wägelchen ein, schicken wir hier rüber zum Verkaufen und fangen dann an wieder zu bohren. Das klingt doch nach einem Plan, denn jetzt haben wir über einen Dollar und wenn wir dann mehr Wägelchen einstellen, die verkaufen, wird halt mehr verkauft. Klingt logisch, ne? Ist es auch. So. Eins und noch eins und die nächste Wagenladung nutzen wir jetzt, um weiter zu bohren. Die nächste Ladung Öl. Das schwarze Gold. Möge es zuhauf in unsere Taschen fließen. Und aus Schwarz macht Grün. So. Hey, hat auch was gefunden. Das finde ich schon mal super. Das ist auch ein schönes Gerät hier. Ja, sogar nochmal. Wir müssen uns mal kurz den Ausgangsfließen. Vollkommen bewusst werden. Ah ja, wir haben den hier angebohrt, das ist gut. Wir haben ihn hier noch nicht angebohrt. Wir werden jetzt gegenscannen. Da haben wir Magma. Das ist schon mal super schön. Haben wir hier vielleicht Boden? Nein, haben wir vielleicht links und rechts etwas. Und oh, das war jetzt ein blödes. Da hat uns jetzt dieses kleine Stückchen Öl hat uns gemerkt. Wenn er das meinte, dann war der aber sehr schlampig. Ja, er meinte das sogar tatsächlich. Gut, haben wir halt ein bisschen was gescannt, ist ja okay. Oh, hier haben wir noch ein schönes Gebiet. Und ich muss mal die Dinger im Auge behalten. Doch, hier ist der Preis gut. Bei der Left Inc. wird er auch nicht gerade schlecht. Wir haben hier gute Vorkommen. Die sind schon relativ groß. Das ist schön zu sehen, um ehrlich zu sein. Oh, jetzt gehen hier auch die Preise überall runter. Wir haben hier noch was. Das heißt, wir müssen gleich wieder in Silos investieren. Wir haben jetzt schon mal ein kleines Polsterchen. Oh, hier haben wir auch nochmal ein großes. Das ist eigentlich schön zu sehen. Und wir haben hier noch was. Direkt dabei. Verzeihung. Und auch das haben wir direkt angezapft. Und es wird Zeit, dass wir hier schon mal die Rohre aufwerten. Denn sonst kriegen wir das halt niemals leer. Das geht natürlich auf die andere Seite hier. Nein. Oh, diese Geldverschwendung wieder. Und ein Silo bauen wir uns dann hier auch nochmal hin. So, und dann lassen wir erstmal wieder laufen. Schickt natürlich die nächsten Dowser los. Die sollen ja suchen, solange wie wir noch fündig werden. Und ich glaube, ich werde auch ziemlich schnell mit dem Magma arbeiten müssen. Denn wir haben jetzt schon mal... Oh, die finden aber auch ein Ding hier nach dem anderen. Das Problem ist halt, wie gesagt, nur, wir können jetzt nicht verkaufen. Und das wurmt mich extrem gerade. Denn, oh, ja, wir könnten das jetzt echt hart gebrauchen hier, zu verkaufen, damit wir mehr Finanzreserven bekommen. Und wie ihr seht, gehen die Preise nicht mal wirklich hoch. Und wir haben jetzt schon Juni. Okay, hier gehen die Preise jetzt hoch. Ich hoffe mal, dass bis sie angekommen sind, dann schon der ein oder andere Cent noch darauf kommt pro Barrel. Und dann müssen wir hier zusehen, dass wir... Das Öl wird ja niemals leer. Das müssen wir auch aufwerten auf Level 3 und dann müssen wir quasi durchgehend verkaufen. Da haben wir keine andere Wahl. Village dürfen wir keines bekommen übrigens. Denn wir haben. Denn wir haben es. Oh! Nein! Oh Gott, das war so knapp. Denn wir haben es nicht hinbekommen, einen Vertrag zustande zu kriegen. Weil der Kollege Philipp oder welcher das immer macht, nicht interessiert war darin. Okay, das ist aber jetzt auch mal. Da können wir vielleicht hier lang bohren. Müssen wir mal hoffen, dass das klappt. Und hier jetzt nicht Felsen kommen. Ja, das sieht gut aus. Könnte geklappt haben. Das ist doch mal erfreulich. Wenigstens können wir jetzt weiterhin verkaufen. Das Öl haben wir gefunden. Wir haben hier nochmal Öl. Die Vorkommen sind gut. Kann man nicht anders sagen. Wir müssen auf jeden Fall gleich das Magma anbohren und die Rohre erweitern. Oh. Und da müssen wir halt hoffen, dass wir darauf verkaufen können. So, das
sind die Level 3 Rohre. Hier machen wir auch Level 3 und dann brauchen wir viele, viele Wagen. Die dauerhaft sammeln und verkaufen und das eine oder andere Silo zur Not. Und wir müssen auch schon Magma anbohren. Hier wird es jetzt schön leer. Der Dowser sucht noch. Hatte kein Spillage, Freunde. Füllt die Silos. Aber lasst es nicht überlaufen. Bitte. Spillage mag ich mir nicht leisten wollen. Aber wir haben ja die Möglichkeit, sonst noch ein paar Wegelchen da einzustellen. Wir müssen jetzt so zusehen, dass wir das hier irgendwie auch noch miteinander verbinden können. Wir haben alles Öl auf jeden Fall gefunden. Ich habe gerade im Augenwinkel gesehen, wie der Dowser das Gebiet verließ. Was ist das denn? Er fängt dann einfach an zu bohren. Der wird doch auch auf Steinen treffen. Machen wir es halt so. So. Damit ist die Förderung sämtlichen Öls eingeleitet. Hier nochmal auf Level 2 upgraden. Und jetzt warten wir auf die Preise. Zieht euch das rein. Die Silos sind alle voll. Schon. Das wird ein Verkaufsfest, sobald der Preis dann wieder angemessen ist. Und ich muss echt sagen, wir haben nicht viel leere Felder bisher. Also da kommt noch ordentlich was an Öl dazu. Und wir haben jetzt hier schon 1.500 locker, wenn nicht sogar mehr Dollar ausgegeben, nur um Silos hier hinzustellen. Das heißt, wir werden noch den einen oder anderen Wagen brauchen und wir müssen langsam mal verkaufen können. Ja, wir brauchen hier so eine Art Notverkauf, dass wir so ein bisschen Platz noch schaffen. So, ich meine, wir haben auch noch nicht viel Geld, aber das ganze Geld liegt hier in den Silos und wir kriegen die nicht wieder leer, ey. Dann werde ich wieder böse. So, jetzt streiten sich gerade darum, wo der Preis am höchsten oder am schneller hochgeht. Und das ist eindeutig in der Right Ink. Und sobald der über einen Dollar ist, werden wir auch alle verkaufen lassen. Und dann geht es so langsam darum, kriegen wir alles Öl raus oder nicht. Aber wir haben, glaube ich, keine Möglichkeiten mehr, noch groß was zu machen. Dafür bräuchten wir jetzt diese Upgrades, Öl in Gas umwandeln zu können, aber ich und das dann hier reinzupumpen, aber ich traue mich da nicht so richtig ran, um ehrlich zu sein, weil ich nicht will, dass das Öl in Gas umgewandelt wird und wir dann vielleicht und mir dann vielleicht ein potenzielles Geld durch die Lappen geht, weil wir das halt für Upgrades rauswerfen. Allerdings wäre es ja auch nicht direkt ein Rauswerfen. Wahrscheinlich würde es sich das lohnen, den Preis mit dem umgewandelten Gas hochzutreiben, weil man wahrscheinlich mehr dadurch bekommt, als man investieren muss, wenn man es gut macht. Aber ich bin mir da halt nicht so sicher. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich den Rest hier jetzt durchgehend verkaufen kann, dass wir das auch noch gefördert bekommen. Wir müssen dann wahrscheinlich hier diese Rohre mal aufwerten, damit der auch als Level 3 hier kommt. Sollte das eigentlich kein Problem werden. Wir haben immer noch über einen Dollar, das ist gut, dann können wir das nämlich immer noch verkaufen. Ich sehe nichts von einem Schatz bisher. Ich würde hier gerne mal einen Maulwurf rumbrodeln lassen. Und zwei Wegechen kommen noch dazu. Und jetzt haben wir unter einen Dollar, aber die Preise gehen halt echt hart runter. Deswegen werden wir noch mal ein bisschen weiter verkaufen, dass wir auch nicht mehr so viel Öl haben, wenn wir denn tatsächlich noch gleich dauerhaft was rausschmeißen müssten. Ansonsten läuft es gar nicht so verkehrt. Wir haben ja jetzt schon wieder 30.000, die 30.000er Marke haben wir geschafft. Ich denke mal, wir schaffen es auch, sämtliches Öl zu verkaufen, zu fördern. Auch wenn das hier nochmal so ein etwas größeres ist. Eine etwas größere Blase, sag ich mal. Aber das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, wir haben keinen guten Preis mehr. Und wenn das jetzt bei der Left Ink nicht gleich schlagartig hochgeht, wird das auch so bleiben. Der geht sogar noch runter. Und wir haben schon November, das heißt, wir werden auf keinen Fall früher hier rauskommen. Aber wir werden auch, eigentlich will ich nicht mein Öl hier für einen, was weiß ich was, Preis rausschmeißen. Ich meine, wir haben nicht viel gesammelt, ja, nicht viel eingelagert. Das geht dann ruckzuck, die Silos leer zu machen. Und gut, hier geht der jetzt wenigstens wieder unter Preis. Wir werden halt nicht früher rauskommen. Ich weiß auch nicht, ob es reicht, um hier alles zu fördern. Ich hoffe mal. Ja doch, das sollte reichen. Jetzt geht es ziemlich schnell.
Also die Silos leer machen wird schnell gehen. Ich hoffe halt nur, dass der Preis noch ein bisschen schneller hochgeht, dass es auch nicht verschenkt ist, das Öl. Ne? Also alles unter 70 Cent würde mir ein echt schlechtes Gewissen machen. Wir können das ja mal ein bisschen beschleunigen. So, der letzte Monat ist eh schon angebrochen. Jetzt steigt es schön schnell. Also jetzt fangen wir an, alles zu verkaufen. Ihr werdet sehen, das müsste relativ zügig gehen, sodass wir das auf jeden Fall auch noch rechtzeitig schaffen. Die Wagen haben sich ja nicht mal voll gemacht, ey. So, jetzt werden sie das Silo leer pumpen. Ja, haut raus, was keine Miete zahlt. Wir haben den 18. Also wir kriegen das auf jeden Fall noch leer. Die beiden 1000, also die 2000 Bonus fürs Verkaufen, fürs Fördern und Verkaufen sämtlichen Öls ist noch drin. Jetzt kommen die letzten Reste an. Wir haben nochmal für einen Dollar verkauft und wir schaffen es bitte noch vor Ende. Jawohl. Das hat doch tatsächlich noch geklappt. Also das war gutes Timing. Jetzt haben wir hier natürlich den höheren Preis. Ich hätte dann schnell einfach die hier rüber schicken können. Aber das waren eh nur noch Peanuts. Also das macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. Es war eine schwierige Runde, muss ich sagen. Na, wo ist der Schatz? Da unten der Zahn. Okay, den hätten wir, weiß ich nicht, ob ich den gesehen hätte. Es war eine schwierige Runde, aber ich denke, wir haben das trotzdem super ordentlich gemacht. Fast, also 44.600 ist ja besser als in der letzten Runde. Die Ausgaben waren ziemlich hoch, weil wir viel gescannt haben und halt viele Rohre verlegen mussten und upgraden mussten, aber... Und die Silos natürlich, die Silos sind die hier mit drin. Silos, 1200 Silo-Upgrades, also wir haben 2250 nur für die Silos ausgegeben. Ja, Scanner 1100, die ganzen Wagen, die wir gebraucht haben, aber es führte ja zum guten Ende letztendlich. Es waren schon einige Zellen da mit Öl drin und die haben wir alle leer bekommen. Also ich will mich nicht beschweren und gucken wir mal, wie sich die anderen geschlagen haben. Oh nein, Isabel. Oh, die haben sich alle hervorragend geschlagen. Die hatten also alle fette Gebiete und guckt euch mal an, Joshua hat 170.000 auf dem Konto. Wo hat der denn auf einmal so viel Geld her? Und Isabelle hat 135.000 dadurch, dass sie hat einfach mal quasi ihr Etat verdoppelt. Ah, das ist echt frustrierend, muss ich sagen. Ja, und du hast es jetzt überlebt. Nee, ich wollte gar nicht dabei. Ahaha. Ich habe das System ausgetrickst. Oh, ich sehe für die kommende Auktion wieder eine fette Geldsumme, die wir rüberwachsen lassen müssen. Oh, warum macht er denn so viel Profit? Was hatte der denn bitte für ein Stückchen Land? 80, heilige. Ja, okay, Isabel hatte halt auch über 70.000 Profit. Die hat 80, überlegt euch mal 80 im Gebiet. Das ist doch das ultimative Gebiet, ey. Oh, da hatten wir noch vergleichsweise schlechte Gebiete. Aber ich glaube, es nimmt jetzt auch so langsam ein Ende. Ich glaube, hier oben sieht es eh ein bisschen dürftig aus mit den 30ern und mittendrin 27er Gebiet. Und hier wird jetzt auch so das letzte so langsam abklingen. Und ich sehe gerade, wir haben, glaube ich, noch 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 Runden nur noch. Und dann vielleicht die Insel, hoffentlich. Indem wir, also wir können gar nicht mehr so viel Öl uns jetzt holen. Und auch nicht mehr so viele Aktien. Ich bin gespannt, wie es jetzt noch, ach nee, ich will nicht mit dem Bieten anfangen. Soll das, ich will hier raus. Fortschritt ist gespeichert, sehr schön. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben eine gute Arbeit gemacht, eine solide Arbeit. Aber Joshua hat natürlich einen Haufen Geld jetzt auf dem Konto. Blanche hat sich auch wieder finanziell gut hingestellt. Und Isabelle hatte natürlich mit diesem Gebiet, mit diesem 80er Gebiet und den über 70.000 Profit ordentlich reingehauen, ja. Das wird eine spannende Aktienauktion in der nächsten Runde. Deswegen seid auf jeden Fall wieder dabei und lasst gerne einen Like, einen Kommentar da, wenn ihr möchtet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid nächstes Mal. Also, bis dahin, lasst euch wie immer gut gehen und habt einen angenehmen restlichen Abend. Macht's gut und tschüss.